Auf neuem Team ist Gentschew. Er spielt für Laval, der Nigerianer, der nicht hart trainiert hat, denn im Moment gibt es den Fastenmonat und dadurch hat der Trainer gesagt, dann lasse ich ihn eben nicht spielen. Vorne wieder Pantelic und Chilikov und bei Sturm Weber im Tor, dann die Abwehr also mit Strafner, Golematz und Neukirchner, das Mittelfeld mit Dak, Melik, Pencek, Wettl und Rochas und vorne Masudi etwas hängend und der Mann, auf den alle setzen, nämlich für das vielleicht entscheidende Auswärtstor, das wird Imre Sabic sein, der insgesamt bei Sturm mittlerweile auch schon 5 Europacup-Tore erzielt hat. Blau, die Modefarbe sozusagen in Sofia, Lieblingsclub. Der Zuseher hier, Levski Sofia, also wird hier in diesem Heimspiel natürlich wieder in den blauen Dressen spielen. Der Schiedsrichter kommt aus Slowenien, Darko Ceferin, 38. Mann auf der internationalen Liste, hat gute Referenzen bekommen und man erwartet, dass er in diesem Spiel von Beginn an sehr energisch durchgreifen wird, denn in den Spielen, die er bisher geleitet hat, war das fast immer der Fall. Sturm hat hier schon einmal gespielt, damals im alten Nationalstadion, nicht vor 70.000 Zusehern, so viele waren es damals nicht, gegen Slavia Sofia und hat damals hier nach einem 3:1 Heimerfolg mit 0:1 verloren und ist aufgestiegen damals in die nächste Runde, also so gesehen ein gutes Omen. Was braucht Sturm heute? Mit jedem Unentschieden, vom Sieg wollen wir jetzt gar nicht reden, mit jedem Unentschieden ist Sturm weiter und bei einer Niederlage mit einem Tor Differenz auch automatisch ab 2:1 für die Gäste. 2:1, 3:2 etc. Dann zählt das Auswärtstor. Und das ist auch das, worauf die Taktik von Franco Foda ein bisschen hinzielt. Es wird Levski das Spiel machen müssen als zurückliegende Mannschaft und Heimmannschaft. Und vielleicht kommt uns sogar das größere Stadion hier beim Konter entgegen und auch der Umstand, dass die Zuseher in diesem großen Stadion weiter weg sind durch die Leichtathletiklaufbahn vom Spielfeld als in einem engen Hexenkessel eines Fußballstadions. Also von der Seite her kein Nachteil für Sturm. Sturm heute also in Weiß mit einem Schachbrettmuster vorne auf der Brust und ganz in Blau also die Mannschaft von Levski Sofia, die 1914 gegründet wurde. Das Stadion selbst ist übrigens nach einem Volksheld benannt, nach dem Freiheitskämpfer Vasil Levski, der 1876 von den Türken hingerichtet wurde. Vasil Levski, also ein ganz berühmter Name in Bulgarien. Zuletzt in der Meisterschaft hat Levski glatt gewonnen, allerdings gegen den letzten Dobrich mit 5:0. Der Sturm hat es ja nicht so gut geklappt, neuerliche Niederlage im Auswärtsspiel und das ist auch ein bisschen das Problem, vor dem man etwas Bange hat, denn die letzten drei Auswärtsspiele in der Meisterschaft brachten ein 0:9, Bregenz, Austria und Pasching, aber heute ein neuer Tag, ein neues Spiel und hoffentlich auch eine andere Einstellung. Da hat der Kern der Fans, wie immer, hinter einem Tor, das gehört schon dazu. Diese bengalischen Lichter, das sind jene Dinge, die genehmigt sind, die offiziell gemacht werden, angemeldet. Sturmfans, würde ich sagen, ja, ein paar Dutzend, die mitgeflogen sind mit der Chartermaschine. Etwa knapp 60 Fans haben die Mannschaft hierher begleitet. So, und man entscheidet sich dafür nach der Platzwahl, dass sozusagen der Sturmtormann gleich einmal die heißblütigen Fans von Levski Sofia im Rücken hat. Das war die taktische Variante jetzt für Levski. Wir spielen sozusagen in Richtung unserer Fans, denn hinter dem Tor von Levski sind keine Zuseher, das sind nur Sicherheitskräfte und Militär aufgezogen aus Sicherheitsgründen, aber es ist kein Spiel der Hochsicherheitsstufe, es ist alles ruhig verlaufen. Ein angenehmer Tag heute hier in Sofia gewesen. Warm, 16 Grad am Nachmittag, die Menschen sind zum Teil noch im Freien gesessen und haben die angenehmen Temperaturen genossen. So, das Spiel hat begonnen, Sturm von rechts nach links in der ersten Spielhälfte und wie gesagt, 1:0 die Führung für Sturm, so geht es sozusagen in das Spiel.
Rojas. Es wird vor allem darauf ankommen, in der Abwehr konstant zu stehen, in der Abwehr aufzupassen, dass man sich nicht von Beginn an unter Druck setzen lässt. Und die Anfeuerungsrufe für die Blauen, wie man es gewohnt ist. Es ist ein sehr temperamentvolles Fußballpublikum. Über 20.000 Aufstiegsprämie. Nicht schlecht für die Spieler von Levski. 20.000 der nationalen Währung, Lever. Das sind 10.000 Euro, also 140.000 Schilling. Bei den geringeren Lebenshaltungskosten hier in diesem Land ist das eine ganz beträchtliche Summe. Sogar ein bisschen mehr umgerechnet als die Aufstiegsprämie bei Sturm, die insgesamt für alle 130.000 Euro beträgt. So, Einwurf Angelov. Spielt wieder so wie schon in Graz in der Viererkette. Mit den erfahrenen Stoilov und Markov an der Seite. Und irgendwo wird die Taktik von Trainer Slavoljub Muslin, dem Cheftrainer von Levski, schon auch dahin laufen, dass man am Anfang auch bei Levski nicht alles nach vorne wirft, um nicht gegen einen Konter der Grazer Mannschaft dann in der Abwehr entblößt zu sein. Es wird wohl auch an der Spiellaune von Masudi heute liegen, der endlich wieder einmal, so hofft man bei Sturm, ein gutes Spiel über eine längere Zeit bringen wird. Uchiri wird sicher abgehen. Er war zuletzt der Spielgestalter der Grazer Mannschaft. Mit dem Ellbogen Chilikov, gut gesehen von Seferin, dem slowenischen Schiedsrichter. Erste Kopfballmöglichkeit jetzt für Pantelic. Pantelic hat heute nicht Posner wie in Graz als Gegenspieler, sondern Neukirchner. Die Erklärung dafür ist auch relativ einfach. Pantelic ist beweglicher, ein technischer, starker Spieler und gegen den wird wohl Günther Neukirchner, der auch quirliger ist als Posner, besser zurechtkommen als einer, der im Speziellen also auf Kopfbälle gehen wird. Und der kopfballstarke Chilikov wird so in Graz wieder von Strafner bewacht. Masudi. Einwurf. Vettel. Rojas. Ball von Angelov. Mit der Versuch des Doppelpassspiels zwischen dem Chilenen und dem Spielmacher Masudi unterbunden. Ja, hat man nicht gut gesehen. Wurde von Angelov auf alle Fälle gestoßen. Melig. Sabic. Jenček. Guter Schuss. Jerzy Pszczęcek mit der ersten Möglichkeit für Sturm. Aufgespielt von Sabic. Da verzieht er etwas. Der Ball geht am Tor vorbei. So, knapp 4 Minuten gespielt. 0:0, dieses Spiel 1:0 insgesamt aus den beiden Begegnungen. Hab kein Foul gesehen, ganz ehrlich. Schauen wir mal genau. Kann man drüber streiten.
So, und es ist prompt passiert. Da wird ein Freistoß gegeben, der meiner Meinung nach viel zu streng war. Und dann passt die Abwehr nicht auf. Und Simonovic mit der Nummer 15 ist der Torschütze. Und nach knapp 5 Minuten ist der Vorsprung von Graz schon egalisiert. Da war die Mannschaft geistig noch immer beim Debattieren wegen des Freistoßes, von dem man ausging, dass es keiner war. Und der war auch umstritten, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber was hilft's? Der Schiedsrichter gibt ihn. Und dann ist die Abwehr offen. Simonovic vorbei. Weber kann dann nichts machen. Und der Ausgleich sozusagen aus den beiden Spielen leider, leider ganz früh passiert. Das, was man wirklich nicht wollte, nämlich ein schnelles Tor von Levski, das ist leider passiert. Also jetzt wird es verdammt schwer für Sturm, den Druck, den die Mannschaft jetzt wohl aufbauen wird, nämlich jene von Levski, standzuhalten. Aber verloren ist noch nichts, denn ein Tor, darüber war man sich in jedem Fall im Klaren, wird Sturm heute schießen müssen, um eine kleine Chance zu haben, aufzusteigen. Und da müsste Levski schon 3 schießen. Einwurf für Levski. Immer wieder energisch an der Linie jetzt Trainer Muslin. Selber früher auch ein guter Fußballspieler gewesen. Gebürtiger Serbe, Spieler bei Roter Stern Belgrad und auch in Frankreich spielte er einige Jahre. Genchev und Weber. Da hat es anscheinend einen Verletzten gegeben durch eine Rakete, die da hereingekommen ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel passiert. Drüben vor dem Fansektor. Angelov. Genchev. Immer unverständlich, wie Fans so viel mitbringen können. Raketen und dergleichen. Achtung! Jetzt heißt vorsichtig sein. Nicht ungestüm attackieren. Mir ist es deshalb unverständlich, weil die Sicherheitsvorkehrungen beim Eingang groß waren. Und jetzt Möglichkeit für Masudi. Riesenchance, Masudi. Er ist ein bisschen weit draußen. Da kann er nichts mehr machen. Aber noch immer Masudi. Und das Tor ist leer. Savic versucht auch das Richtige zu machen, aber 4 Mann und Markov war es, der den Ball weggebracht hat. Schöner Konter jetzt von Sturm in Minute 8. Und noch eine Möglichkeit, Masudi! Und Petkov hält diese herrliche Aktion. Wie schon in Graz, Petkov war damals bester Mann und hat einen höheren Sieg von Sturm verhindert. Und jetzt eine glänzende Aktion. Abseits. Masudi. 2 wirklich gute Aktionen, die wir von ihm gesehen haben. Hier noch einmal. Übernimmt den Ball sofort. Kann es gar nicht schöner machen, aber Petkov hat reagiert. Das sollte der Mannschaft Selbstvertrauen geben. Man kann da auch etwas machen. Rojas.
Stoilov. Masudi. Drei Mann im Abseits. Aber richtigerweise nicht gepfiffen, denn Sturm kam an den Ball und jetzt gibt er doch den Freistoß, war richtig, wollte zuerst Vorteil geben, war keiner und daher gibt es jetzt doch die Abseitsentscheidung des Schiedsrichters und Sturm kann wieder aufbauen. So, Melig. Rojas. Balltechnisch ist der Chilene ja wirklich gut. Für Savic. Und ein Wurf für Sturm. Wettel. Pšenček. Masudi. Pšenček. Rojas. Wettel. Neukirchner. Stoilov. Schiedsrichter auch einmal mitgespielt, aber leider aus diesem Vorteil hat man nichts gemacht. Delkiski. Delkiski. Penchev. Wieder Genchev. Ein Sturmspieler liegt am Boden. Und was entscheidet jetzt der Schiedsrichter? Gibt es Corner für Slavia? Strafner. Angeschlagen. Nein, richtigerweise auf Abschluss entschieden. Levski wollte Corner, aber es war ein Abstoß. Simonovic, das ist der Torschütze. Pšenček. Sturm spielt fast alles über die linke Seite in dieser Anfangsphase. Masudi. Masudi macht bisher ein sehr starkes Spiel. Wieder Masudi. Aber das war ein Faller. Hätte abspielen müssen, ein bisschen schneller. Melig. Duck. Heute also an der rechten Seite. Ecken Duck. Abgefälschter Schuss und wieder Petkov. Wieder Petkov. Wieder gute Aktion. Und in den ersten 15 Minuten zwei gute Szenen von Sturm, aber Levski führt mit der einzigen wirklichen Chance. Und Petkov macht ähnlich wie vor zwei Wochen vorerst seine Sache wieder ganz hervorragend. Masudi. Fehler in der Abwehr, Riesenmöglichkeit jetzt. Weber, gut gemacht. Also das sind die Schnitzer, die dürfen in der Abwehr einfach nicht passieren. Kein Abseits. Abstoß, oder?
Möglicherweise, na, der Ball geht in Seitenhaut. Der Ball geht in Seitenhaut. Hat unglaublich viele Fehler gehabt. Chilikov, der Torjäger bei Levski, hat mehr als ein Dutzend Tore erzielt in der Meisterschaft. Chilikov, Neukirchner, da einen Schritt zu kurz, aber Chilikov verzieht. Pantelic, das war die Reaktion von Weber. Da läuft Pantelic, der Sturmabwehr, davon. Missverständnis zwischen Golemats und auch Strafner. Und hat eine Riesenchance gehabt. Miodrag Pantelic, also noch Chancen, ziemlich ausgeglichen bis jetzt, aber Levski führt. 1:0. Bleibt es beim 1:0, dann gibt es heute auch die Möglichkeit eines Elfmeterschießen, wobei Franco Foda von vornherein gesagt hat, ich lege meine Elfmeter nicht definitiv vorher fest. Kommt ganz voran nach 120 Minuten. Muss man schauen, wie die Spieler noch beisammen sind. Muss man kurzfristig entscheiden. Freistoß für Sturm. Genchev, neu im Team, ersetzt Laval. Ja, da rutscht auch hinein. Eigentlich ist er ja nur die Nummer 2 im Tor von Levski, zumindest war das am Beginn der Saison so. Aber er hat in der Zwischenzeit in jedem Fall Ivankov verdrängt, der ist zusätzlich nicht ganz fit und nach den starken Leistungen zuletzt ist er auch für Muslim in nächster Zeit absolut die Nummer 1. Check. Masudi, Wettel. Und Corner für Sturm. Etwas für Schencheck. Da wird wohl auch Golemats mit nach vorne kommen jetzt. Der kleine Rochas hängt weiter zurück. Golemats ja ein guter Kopfballspieler. Ball noch im Spiel und auf der anderen Seite jetzt wieder Corner. Flottes Spiel bisher. Auch Chilikov zurückgegangen jetzt, die Sturmspitze. Bei Levski wieder Pschenschek. Aber das ist eine leichte Beute für Tormann Petkov. Aber der hat es gar nicht eilig mit dem Ausschießen, denn vorne war nur Pantelic und sonst niemand. Also Georgi Petkov, 27, auch im erweiterten Kader der bulgarischen Fußballnationalmannschaft. Man hat ja einen Neuaufbau begonnen im bulgarischen Team, war zweimal zuletzt bei der Weltmeisterschaftsendrunde nicht bei. Zuletzt 1994 in den USA, damals standen im gesamten Kader 10 Spieler von Levski Sofia. Aufpassen, Rochas! Also draußen war es auf alle Fälle, viel war nicht. Rochas ist am Ball und hat er ihn jetzt kurz gezupft oder nicht am Trikot? Ich glaube, es war höchstens der Versuch. Und schön gefallen der Levski-Spieler. Freistoß, Pantelic.
Belkiski. Kann man auch gelb geben, meiner Meinung nach. Ermahnung gibt es auf alle Fälle eine für Angelov, denn da war der Ball weit und breit nicht mehr im Spiel. Meiner Meinung nach gelb, aber da hat ihn Seferin verschont. Einwurfsturm. Masudi. Rojas. Neukirchner. Angelov. Belkiski. Und schnell und steil, das ist die Devise von Levski, vor allem über Pantelic und Chilikov. Pantelic sucht Chilikov. Da reißen sie blitzschnell die Abwehr auf. Pantelic, Chilikov, aber der Kopfball vorbei. Er spielt im Team, hat hier in diesem Stadion auch ein Tor gegen Andorra geschossen. Angelov. Freistoß geht in Ordnung. Franco Foda hat ja jetzt seit vergangener Woche, seit Freitag letzter Woche, einen Vertrag als Cheftrainer bei Sturm bis Sommer 2004, also für die kommenden 1,5 Saisonen. Angelov. Weber. Ein etwas überraschender Schuss aus der Distanz von Angelov. Hier Rojas zögert, attackiert nicht und dann ein nicht ungefährlicher Schuss und Weber zum Corner. Wieder Pantelic. Ah, Masudi, das wollte er jetzt besonders elegant mit der Ferse machen, aber da hat er sich selber übertrickst. Stoilov. Mittlerweile schon fast 25 Minuten gespielt. 1:0 für Levski Sofia. 1:1 insgesamt aus beiden Spielen. Masudi. Einwurf für die Blauen. Angelov. Pantelic. Belkiski. Oh, das war haarscharf für Chilikov. Belkiski vorbei an zwei Sturmspielern. Und dann ein Art Stangelpass auf den Fünfer. Und Chilikov ein wenig behindert von Strafner. Das war entscheidend, dass er nicht richtig an den Ball kam. Stojanov.
Angelov. Ja, jetzt macht Levski Druck. Jetzt ist es nicht leicht in der Abwehr von Sturm. Delkiski hat jetzt nicht aufgepasst, zum Glück beim Doppelpass-Spielversuch. Aber derzeit ist der Angriff nur noch ein Lüfterl. Jetzt ist Levski im wahrsten Sinne des Wortes die klar spielbestimmende Mannschaft. Und auch läuferisch ist die Mannschaft stark. Antritt schnell. Es wird Freistoß geben. Markov, Stoilov, der Älteste mit 35, spielte schon bei fast allen Clubs hier in Sofia. CSKA, Slavia, übrigens nur einen Steinwurf vom Nationalstadion entfernt, das CSKA-Stadion. Dort spielte Sturm am 14. August gegen Maccabi Haifa. Damals die 0:2-Niederlage, Tor Nummer 2, damals ja in der Nachspielzeit. Und das war letztendlich dann wohl hauptausschlaggebend dafür, dass die Mannschaft sich nicht mehr für die Champions League trotz eines guten Rückspiels in Graz qualifizieren konnte. Tak. Vollemanns. Angelov. Strafner, immer das Risiko, den Ball noch einmal aufspringen zu lassen. Hat aber dann richtig gemacht. Stojanov. Wieder Stojanov. Genchev. Angelov. Was macht der Schiedsrichter? Freistoß gibt auf alle Fälle und dabei bleibt es auch. Sicher wieder etwas für Pantelic. Halbe Stunde gleich um. 1:0 für Levski. Pantelic. Und wieder Weber. Der sich ja in den letzten Wochen deutlich gesteigert hat und im Moment gute Leistungen bietet auch an den Toren in der Meisterschaft wenig dafür. Ball von Genchev. Ball an Massoudi und hier noch einmal die Reaktion von Weber. So, Massoudi steht wieder. Genchev. Tack. Aber der Ball geht in Seitenhaut. Momentan wenig im Aufbau bei Sturm. Abwehr mehr beschäftigt als ihr lieb ist und mit wenig Zeit sich dann auch wirklich für den Aufbau widmen zu können. Und damit klafft momentan auch ein bisschen ein Freiraum, sagen wir ein Loch im Mittelfeld. Also diese guten ersten Minuten mit zwei, drei wirklich schönen Aktionen haben wir leider jetzt schon länger nicht gesehen. Strafner.
Ja, und mit permanentem Vorchecking, Levski stört rasch schon vor der Mittellinie, wann immer es geht. Und schafft sich dadurch sehr viel Ballgewinne. Belkiski. Melich. Tag. Wettel. Gut den Ball durchlaufen lassen. Schencheck. Tag. Kommt nicht richtig ins Spiel auf der rechten Seite. Position, die er auch relativ selten spielt. Das ist übrigens das 10. Mal, dass im Laufe der Geschichte des Europacups Österreich gegen Bulgarien stattfindet. In 7 der bisherigen 9 Fälle ist der österreichische Club sozusagen als Sieger aufgestiegen und nur 2-mal eine bulgarische Mannschaft. Stara Zagora einmal und ZSKA Moskau. Moskau sage ich Sofia ein anderes Mal. Angelov. Und sie kommen immer mehr zu Chancen. Wieder Angelov, macht sehr viel fürs Spiel. Und Chilikov wartet auch nie lange. Immer wieder brandgefährlich. Also da hat Gary Strafner wirklich alle Hände voll zu tun, gegen diesen Vollblutstürmer pressieren zu können. Franco Foda. Ja, für ihn natürlich als Trainer ein Riesenerfolg, könnte er Sturm in die nächste Runde des UEFA Cups führen. Präsident Kartnick ist ja, hat er gestern mehrfach erklärt, von der Budgetierung her schon zufrieden, denn er hatte nur eine UEFA Cup Runde insgesamt einkalkuliert ins heurige Budget. Und die zweite Runde war schon eine Zusatzeinnahme. Aber eine dritte wäre natürlich super, denn da gibt es natürlich attraktive Gegner en masse. Morgen die Auslosung. Pantelic. Durch die Beine durch. So, Kontermöglichkeit. Jetzt für Savic. Jetzt muss er allein gehen. Ich glaube, die einzige Chance für ihn. Sucht Masudi. Er will es wieder Wolle machen. Im Ansatz gut. Nicht schlecht. Erst hätte vielleicht Savic sogar die Chance gehabt, allein zu gehen, als er sah, dass die Abwehr sich formiert hat. Sucht der Masudi und passen Sie auf, der will den Ball nehmen, aber da kommt zurücklaufend Markov und der Ball geht ins Tor out. Wieder Corner für Sturm. Knapp 35 Minuten bereits gespielt. Noch 10 Minuten in der ersten Spielhälfte. 1:0 für Levski. Wettel und Neukirchner jetzt sozusagen in letzter Front. Denn Strafner und Golematz waren mit. Rochas. Freistoß. Masudi. Melich. Tak. Melich. Zu weit. Schön warm angezogen ist er, denn am Abend ist es ein bisschen kühler geworden jetzt hier in Sofia. Aber früh soll er halt seine Begeisterung für den Fußball gewinnen, der junge Fan, den wir da im Bild hatten von Levski Sofia. Savic.
Wieder Savic. Rettel. Strafner. Küche, weil Sturm das Spiel versucht, jetzt etwas zu beruhigen, das Tempo herauszunehmen aus den Aktionen von Levski, was natürlich in dieser Phase richtig ist. Und es gibt Freistoß. Die Bank von Levski. Tak. Neulich Corner. Schon 4 für Sturm. Wieder Strafner vorne, wieder Golematz vorne. Aber bullige, starke Abwehrspieler bei Levski, vor allem kopfballstark. Neukirchner. Der hat seine Mühe mit Pantelic. Er ist am Ball so stark. Miodrag Pantelic. Einmal spielt er in der jugoslawischen Nationalmannschaft. Freistoß Levski. Kiski. Über Chilikov drüber. Tak. Chilikov, immer wieder die Kamera bei ihm, er ist ja auch der Liebling der Fans. 3 Hattricks schon in dieser Saison in der Meisterschaft erzielt. Delkiski. Und noch etwas mehr als 5 Minuten in der ersten Spielhälfte. 1:0 für Levski. Insgesamt 1:1. Genchev. Rückpass zum Tormann. Ah, sie sind in vielen Aktionen einfach um diese Spur schneller. Meine Spur beweglicher. Simonovic. Lieber wenn Sturm am Ball ist, dann gibt's Pfiffe jetzt der Zuseher. Tempo hat etwas nachgelassen am Beginn. Ein wirklich schnelles, gutes Spiel über die ersten 15-20 Minuten mit tollen Chancen, auch für Sturm.
Und jetzt hoffen natürlich alle, dass der Einbruch bei Sturm in der zweiten Hälfte wie in der Meisterschaft nicht auch hier im UEFA Cup passiert. Denn zuletzt hat die Mannschaft ja eine Spielhälfte immer gut gespielt und auch zuletzt im Pasching in der zweiten Hälfte eigentlich überhaupt nichts mehr zustande gebracht. Strafner. Petkov. Bochas. Aber die Abwehr lässt sich von Levski nicht wirklich herauslocken. Drei Mann bleiben immer auf einer Linie. Stoilov, Markov und Topuzakov. Schencheck. Savic. Und der fünfte Corner für die Grazer. Nächstes Meisterschaftsspiel ja am Sonntagnachmittag in Graz gegen den FC Kärnten. So, Eckball Pschencheck. Mit all seinen Eckbällen hat er bisher noch keinen der aufgerückten, kopfverstarken Verteidiger gefunden. War jetzt in diesen letzten Minuten der ersten Hälfte Sturm wieder besser ins Spiel gekommen. Geht nicht mehr lange hier in der ersten Hälfte. Ball an Masudi. Melich. Vettel. Sabic. Elfer war es keiner. Vettel. Leicht angetaucht, aber im Prinzip war es an der Linie, vielleicht sogar knapp außerhalb der Linie, und wäre schön gewesen, aber muss man realistisch sehen. Schon die Schlussminute dieser ersten Spielhälfte. Schade eigentlich um das kurze Blackout nach der Diskussion über einen Freistoß, der wahrscheinlich gar nicht zu geben war, aber solche Freistöße gibt es immer wieder. Ganze Abwehr im Augenblick nicht gut reagiert und aus dieser Szene fiel dann das Tor von Levski durch Simonovic. So, 45 Minuten plus 1, eine Minute Nachspielzeit, also eine Minute geht jetzt die erste Hälfte noch. Rochas. Vettel. Insgesamt hat sich Sturm hier in der ersten Hälfte nicht schlecht verkauft, gut gehalten und auch Chancen selber herausgespielt. Also momentan ist alles offen. Insgesamt steht es 1:1. Also die Chance auf den Aufstieg in die nächste Runde, die lebt in jedem Fall noch.
Masudi. So, die Minute ist um. Und das war's wohl in der ersten Spielhälfte. Nach dem Einwurf ist es wohl vorbei. Schließlich hat der Schiedsrichter diese eine Minute angezeigt. Genauso ist es. Der slowenische Schiedsrichter Darko Seferin beendet die erste Spielhälfte. Spielstand hier in Sofia im Vasilevski Stadion. Levski führt gegen Sturm mit 1:0. Insgesamt also alles offen. 1:1 aus beiden Spielen. Freuen wir uns auf eine spannende zweite Spielhälfte. Und in Kürze melden sich Hans Huber und Herbert Prohaska aus dem Studio in Wien. Ja, also für mich zwar ein hartes Tackling, aber überhaupt kein Foul. Er kommt seitlich, es ist kein gestreckter Fuß, er geht nur auf den Ball. Ja, und da hat uns dann ein bisschen die Regie überrascht, die bulgarische. Aber man muss sagen, Foul wäre nicht gegeben gewesen. Ja. Aber deswegen muss man natürlich kein Tor bekommen, denn das Foul war auf der Mittelauflage und da ist die Abwehr nicht sehr gut gestanden, muss man ja sagen. Die Abwehr hat sich da ein bisschen typieren lassen vom schnell abgespielten Freistoß. Und dann gab es aber gleich eine ganz große Möglichkeit für Sturm zum Ausgleich. Das wäre natürlich besonders wichtig gewesen, dieses Auswärtstor. Wir sehen es hier, Masudi. Ja, hier wird er ein bisschen weit abgedrängt, spielt aber hier einen Mann sehr gut an, der Savic meiner Meinung nach noch einmal den Ball rechts schieben müsste. Denn es war noch rechts ein Spieler von Sturm, der eine wesentlich bessere Position noch gehabt hätte. Und das ist eigentlich ein Ball, den man international eben verwerten muss. Denn solche Chancen, wie wir auch in weiterer Folge gesehen haben, die kommen nicht sehr oft. Ja. Masudi hätte es also auf dem Fuß gehabt, auf 1:1 zu stellen und damit dieses wichtige Auswärtstor zu erzielen. Herbert Prohaska, wie glauben Sie, wird Sturm jetzt diese zweite Hälfte anlegen? Ja, so was auf alle Fälle mir aufgefallen ist, ist, dass das Mittelfeld und die Abwehr zu spät oder zu langsam nachrückt. Meistens ist es so, wenn der Torhüter Weber den Ball fängt oder er hat ihn, er beeilt sich dann, um zu einem Ausschuss zu kommen. Und die Abwehr steht noch immer am 16 Meter und auch das Mittelfeld davor. Das heißt, diese Ausschüsse bringen sehr wenig. Masudi ist sicherlich nicht der jetzt der Kopfballspieler ist, auch nicht Savic. Also das heißt, zum einen sollte sich Weber ein bisschen mehr Zeit lassen und die Mannschaft muss aber weiter nach vorne rücken, denn die zwei im Angriff waren über weite Strecken ganz allein. Also wir hoffen, dass dieses Problem in der zweiten Hälfte von Sturm besser gelöst wird und in Kürze meldet sich wieder der Kommentator, nämlich Robert Seger. Na, die werden schon. Das ist es. Passt was nicht? Zu kurz? Da schau ich aus. Na, das schaut nicht gut aus, Edi. Und das? Nein, das schaut gar nicht gut aus. Na? Heute kombinieren, morgen kassieren. Tipp 3, die tägliche Sportwette mit allen Champions League-Spielen im Programm. So, jetzt pfeife ich drauf. Hi. Also, legt los. Hollywoods coolste Helden heizen ein. Der unangenehme Teil ist vorbei. Ist das soweit klar? Gehen Sie mir nicht auf den Geist. Hilfe! Hasta la vista, Baby. Bedeutet das, ich soll wegtreten? Der
November in ORF 1. Heiß. Nur noch wenige Sekunden zu spielen. Der Schiedsrichter blickt auf die Uhr. Schluss! Ja! Heute platzieren, morgen kassieren. Tipp 3, die tägliche Sportwette in Ihrer Annahmestelle. So, in diesem Augenblick hat die zweite Spielhälfte begonnen. Genau 3-4 Sekunden gespielt, wie Sie sehen. Also 1-0 für Levski, insgesamt 1-1 und 45 Minuten zunächst einmal noch. Wenn da kein Tor fällt, dann geht es in die Verlängerung. Nur bei einem 1-0-Sieg von Levski gibt es die Möglichkeit eines Nachspiels von 2x15 Minuten mit möglichen Elfmeterschießen. Auch das könnte heute Abend noch passieren. Aber vorläufig heißt es einmal wieder ganz konsequent spielen und weiter die Konterchance suchen. Pantelic. Riesenschau, Simonovic und Weber. Und die Fahne des Schiedsrichterassistenten war oben, danach abseits. Aber Missverständnis, kurzes Missverständnis und wieder war Simonovic plötzlich am Ball. Hier, Pšenček bleibt hängen und lässt quasi Simonovic den Ball, aber Weber hat das ganz hervorragend gemacht. Da Fehler vom Pšenček beim Attackieren und Riesenmöglichkeit für Simonovic. Simonovic. Ja, nach so einer Chance spürt natürlich der Gegner, dass er jetzt nachsetzen kann. Stojanov. Genchev. Neukirchner. Schön gemacht. Sabic. Aber sie lassen sich nicht herauslocken. Er bleibt die Dreier- oder Viererkette, wie man will, fast immer intakt. Einwurf. Chilikov und Pantelic haben hin und wieder die Positionen gewechselt, versuchen dadurch die Sturmabwehr auseinanderzubringen, aber Neukirchner bleibt bei Pantelic und Strafner geht mit Chilikov. Wettel. Pšenček. Ungenau. Chilikov. Und Corner. Letzter Sekunde vor Chilikov. Weber. Wettel, Pšenček, Neukirchner, Masudi, Abstoß. Ah, gibt Corner, abgelenkt noch. Schuss von Pantelic und er macht den Eckball jetzt. Und noch einmal. Chilikov. Weber.
Simonovic. Roland Massoudi. Hätte gerne gelb für den Gegner gehabt. Bringt ihm aber auch nichts. Soll also ruhig weiterspielen. Neukirchner. Polematz. Ja, etwas mehr Spiel ohne Ball, wie am Beginn des Spiels wäre notwendig, um den freien Mann zu finden. Wettel. Melich. Wettel. Und dann Foul, damit Freistoß für Levski. Der Präsident von Levski lebt übrigens in Tel Aviv, hat Einreiseverbot nach Bulgarien wegen undurchsichtiger Geschäfte, wie man gehört hat. Sieht seine Spieler nur 2-3 Mal im Jahr, wenn er sie nach Tel Aviv einfliegen lässt. Einwurf. Ja, momentan klappt es mit dem Zusammenspiel überhaupt nicht. Glikow. Und immer wieder aus dem Hinterhalt Simonovic. Der kommt aus der zweiten Welle blitzschnell nach vorne. Bei allen Abprallern hat er immer wieder seine Füße quasi mit dabei. Und kaum ein Vorbeikommen für Duck an Teamspieler Stojanov. Angelov. Weber. Tak. Massoudi. Pantelic mit einer gefährlichen Reingabe, aber Weber hat da gewonnen. Ja, und Franco Foda hält es nicht auf der Bank, immer wieder vorne an der Linie und man hat es oft gesehen in seinen Gesten. Er treibt seine Spieler nach vorne, sich nicht zurückziehen, sich nicht erdrücken zu lassen. Abseits. Eine Diskussion. Melich. Neukirchner. Ja, und für Savic ist es immens schwer. Er hat immer mindestens 2 bis 3 Gegenspieler. Genchev. Stojanov. Zu schön gefallen vor den Augen des Schiedsrichters. Wieder Platz für Levski. Gelbe Karte. Das war ein Bodycheck von Strafner im wahrsten Sinne des Wortes. Oder Neukirchner. Schauen wir genau, wer. Ja, Günther Neukirchner.
Ja, der hat sich nicht anders helfen können. Damit wird er, wenn Sturm weiterkommen sollte, das nächste Spiel zuschauen müssen. Und gute Freistoßdistanz jetzt für Levski. Etwas mehr als 20 Meter. Da gibt es einige gute Freistoßschützen. Hat man auch zuletzt sehr intensiv geübt im Training. Auch Stoilov ist ein guter Freistoßschütze. Aber der Ball geht zum Glück direkt in die Arme von Weber. Aber weiterhin 1:0 für Levski und insgesamt 1:1. Gespielt eine knappe Viertelstunde in der zweiten Hälfte. Sabic. Dack. Melich. Vettel. Aber der Ball berührt von einem Levski-Spieler, geht ins Tor-out. Und wir schreiben Corner Nummer 6 für die Mannschaft von Sturm. Er hat den Freistoß vorher geschossen. Stoilov und neuerlich beim Corner Jaschib Schencek. Und wieder probieren es Golematz und Strafner. Und das Ganze auf der rechten Seite neuerlich. Also an Eckbällen ist Sturm vorne. 7:5. Immer ein bisschen theatralisch Masudi. Zuge von Eckbällen wird ja immer ein bisschen gerangelt, gestoßen und geschubst. Schencheck. Aber sie ist nicht aus den Angeln zu heben, vorerst die Abwehr von Levski. Melich. Masudi. Und unverändert die Duelle Neukirchner gegen Pantelic, Strafner gegen Chilikov. Stojanov. Freistoß. Foder lässt drei Spieler schon die längste Zeit über aufwärmen. Vorläufig noch kein Wechsel. Der war ein schlechter Schuss. Wieder aus der Distanz. Genchev. Das machen sie recht geschickt, spielen den Ball dann zurück für die zweite Welle. Aufgelegt, Genchev kommt diesmal einmal nicht Simonovic und ein wuchtiger Schuss, relativ knapp am Tor vorbei. Tak, Pantelic, Genchev. Und wieder Freistoß. Genchev. Da hat Vettel den Fuß stehen gelassen, ein bisschen. Diesmal allerdings relativ große Distanz bis zum Tor.
30 Meter auf alle Fälle. Dennoch erst aufpassen für Weber. So, jetzt hat es der zweite Abwehrspieler probiert. Beim ersten Freistoß Stoilov und jetzt Markov. Masudi. War leider weder Schuss noch wirkliche Flanke. Duck. Melich. Aber konsequent beim Attackieren ist die Abwehr von Levski. Jetzt einmal die Möglichkeit, aber auch das muss man sich anschauen in der Wiederholung, was da passiert ist. Schiedsrichter läuft jetzt vor. Wettel am Knie oder wo ist er verletzt? Achtung, schauen wir ganz genau, vielleicht kann man was erkennen. Die weite Flanke auf Wettel. Ach, leider nicht weitergespielt. Vielleicht sehen wir es jetzt. Aber wenn im Zweikampf wenig unglücklich erwischt Arnold Wettel. Momentan auf alle Fälle angeschlagen. Treuer laufen hinüber außerhalb des Spielfeldes. Das Spiel ist jetzt nicht mehr unterbrochen und dann wird man sehen, ob Wettel weiterspielen kann oder ob Franco Foda einen Wechsel vornehmen muss. Arnold Welt. Der ging doch deutlich drüber. Aber trotzdem, Sturm kommt wieder zu Chancen und wieder zu Möglichkeiten. Masudi war es wieder. Ja, für ihn natürlich etwas ganz Besonderes, würde er nach all den Eskapaden der letzten Wochen hier heute ein Tor erzielen können, das vielleicht entscheidend ist für den Aufstieg. Gespielt mittlerweile knappe 20 Minuten in der zweiten Spielhälfte. Immer noch 1:0 für Levski. Immer noch insgesamt 1:1. Duck. Vorteil. Da aber hier wirklich keiner war. Markov gegen Sabic. Und wieder Freistoß. Tack. Filikov. Stojanov. Das ist ein Wurf für Sturm. Masudi, Duck. Er tut sich gegen Stojanov wirklich schwer. Gibt kaum ein Vorbeikommen. Er deckt die linke Seite ganz hervorragend ab.
Angelov. Masudi und Freistoß. Oh, fast eine kleine Catch-Einlage. Aufpassen, der Schiedsrichter jetzt, dass ihm das Spiel nicht entgleitet. Fast hat man das Gefühl, dass er die gelben Karten vergessen hat, wenn er nicht eine schon gezeigt hätte. Günter Neukirchner. Wettel, wie Sie sehen, ist wieder längst im Spiel. Und Einwurf für Sturm. Stoilov. Was braucht Sturm jetzt? Einen Mann, der das Spiel beruhigen kann. Einen Mann, der das Spiel im Mittelfeld ordnen kann. Für die Schlussphase des Spieles. Wenn man auf die Ersatzbank schaut, wäre das natürlich etwas für Horst Held, den man vor eineinhalb Jahren eigentlich dafür geholt hat. Neukirchner. Tack. Polimatz. Man schon, dass mit ihm die Mannschaft deutlich kompakter ist mit Stojanov, der in Graz ja wegen einer Gelbsperre gefehlt hat. Pantelic. Und der immer gefährliche Chilikov. Wenn immer der Ball hoch hineinkommt in den Strafraum, dann ist er da. Hier, der Haken von Stojanov. Dann Pantelic und von ihm kommen die Maßflanken. Der Kopfball am Tor aber vorbei. Und rollen die Angriffe jetzt. Pantelic. Pantelic. Strafner. Stemmt sich dagegen, bemüht sich gegen Chilikov, zumindest Schadensbegrenzung zu machen, um den gefährlichen Chilikov kaum an den Ball kommen zu lassen. Aber ganz gelingt es nicht. Die beiden sind auch zusammengestoßen. Chilikov hat da auch etwas abbekommen. Strafner steht wieder. Wen erwartet noch? Schaut, ob Chilikov weiterspielen kann. So, es kommt zunächst einmal nicht Held, sondern es kommt Konchos. Möglicherweise, um mehr Druck vielleicht auf der rechten Seite zu machen. Allerdings, defensiv macht Tak die Sache gut nach vorne. Ist allerdings wenig gegen Stojanov gegangen. Aber warten wir ab. Erster Wechsel bei Sturm in Kürze. Georgi Korzos. Und für Tak. Er wird für Tak kommen. Also Wechsel bei Sturm. Aggr Tak aus dem Spiel und Georgi Korzos kommt. Einer von genau drei Spielern, die beim letzten Champions League
Spiel von Sturm vor 20 Monaten am 13. März 2001 in Manchester noch dabei waren. Die anderen beiden sind Neukirchner und Melich. Koschosch damals in der Position eines Verteidigers. Neukirchner war letzter Mann, Prilasnik und Koschosch waren die Manndecker. In den letzten Monaten phasenweise oft verletzt, daher nicht wirklich mit viel Spielpraxis versehen. Jetzt langsam geht es wieder aufwärts bei Georgi Koschosch. Jetzt findet er die gelbe Karte. Roman Melich. Aber ganz klar. Roland Simonovic. Blieb dem Roman wohl nichts anderes übrig. Noch kein Wechsel bei Levski. Jawohl, Jürg Muslim vertraut weiterhin seiner Anfangsformation. So, Freistoß. Ja, und zum dritten Mal in relativ kurzer Zeit war es Markov, der aus großer Entfernung einen Freistoß direkt geschossen hat, aber zum Glück alle dreimal nicht wirklich gefährlich. Gelb also für Roman Melich. Günter Neukirchner und Melich also mit Gelb in diesem Spiel belegt, der einzigen beiden bisher. Koschosch. Melich gespielt mittlerweile 27 Minuten in der zweiten Spielhälfte. Immer noch 1:0 für Levski. 1:1 aus beiden Spielen. Schencheck. Belkiski. Kein Foul, kein Elfmeter, obwohl sie alle gerne einen gesehen hätten. Neukirchner. Durch ungenaues Abspiel wird jetzt doch relativ oft viel gelaufen und nicht viel herausgeholt. War noch keine Gelegenheit, um diese Szene nachzuspielen. Achtung! Jetzt Delkiski. Jetzt ist er im Strafraum. Na, da haben Schiedsrichter schon Elfmeter gegeben. Golematz. Also, da haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Denn er war knapp drinnen und der ist ihm über den Fuß gefallen, den er stehen gelassen hat. Also Dankeschön, Darko Seferin. Heimschiedsrichter ist da keiner. Korsosch. Sabic. Für Masudi. Aber da ist Petkov, der spielt immer mit. Ein Tormann, der sozusagen wie ein zusätzlicher Verteidiger, der den Strafraum mitbeherrscht, schon ein guter Rückhalt. Delkiski, er war's, bei dem Golematz sozusagen den Fuß stehen ließ. Chef Stojanov und Levski wirft ein. Noch eine Viertelstunde reguläre Spielzeit. Immer noch alles ausgeglichen, insgesamt 1:1. Rojas.
Diese wollen schon wieder einen Elfmeter. Und jetzt ein guter Pass. Savic, die Chance aber nicht scharf genug, schade. Die große Konterchance für Imre Savic. Da hat er zu früh und zu wenig scharf geschossen. Hat den Ball nicht richtig getroffen. Bissl vom Rasen da mitgenommen. Aber ein herrlicher Konter, der da gespielt wurde. So, jetzt kann er schießen, aber er haut ein bisschen in den Rasen und der Ball geht in die Arme von Petkov. Das wäre was gewesen. Dann hätte nämlich Levski zwei Tore gebraucht in den verbleibenden 14 Minuten. Genchev. Genchev. Masudi. Melik. Korjosch. Melich. Vorteil. Einzige Glück ist, dass sie manchmal ein wenig zu eigensinnig sind und den Ball so lange halten bei Levski. Abseits. Knapp über der Mittellinie. Aber noch nicht im Torout. In der Mitte, Räume eng machen, keinen freilassen. Und auf Angelov aufpassen, denn der Mann kommt immer wieder mit vor. Vielleicht werden die Konterchancen jetzt ein bisschen größer, denn langsam wird man ungeduldig bei Levski. Wirft jetzt alles nach vorne. Weber. Und Masudi bleibt jetzt konsequent vorne. Um die Abwehr wirklich zu beschäftigen. So, jetzt Stojanov. Delkiski. Wieder von Delkiski. Wieder Delkiski. Korjosch. Masudi. Savic. Und konsequent und kompromisslos Günther Neukirchner. Und noch etwas mehr als 10 Minuten zu spielen. Bleibt es beim 1:0 für Levski in diesen 10 Minuten? Gibt es ein Nachspiel hier im Vasilevski-Stadion vor etwas mehr als 20.000 Zuschauern in der Entscheidung der zweiten Runde UEFA Cup? Masudi. Ah, jede Attacke fast ein Foul.
Olemans. Melich. Schönschek. Korzosch. Neukirchner. Melich. Masudi. Noch einmal Savic und da ist wieder Petkov. Gut abgeblockt, Savic und Petkov wirft sich dann hinein. Aber das sind genau die Passbälle, die richtigen für Savic. Da ist der Antritt schnell. Stojanov blockt ihm ab und Petkov auch hier wieder souverän gehalten. Ein bisschen was abbekommen beim Zusammenstoß danach. Georgi Petkov. Aber insgesamt muss man Sturm hier eine tadellose Leistung bescheinigen bisher. Hat mitgespielt, hat Chancen gehabt und hat den Gegner nicht so ins Spiel kommen lassen, wie es Levski sich sicherlich gewünscht hätte. Ja, und was wäre wenn, ist halt nicht angebracht, aber wie gesagt, ein Tor, das hat man vorher gesagt, mit einem Tor ist die Tür zum Aufstieg weit offen, ist sie immer noch. Und in der Schlussphase kommt der Nigerianer Garba Laval für Stanislav Genchev. Laval, der in Graz gespielt hat, von Beginn an. Ein Ersatzmann, Genchev heute. Und jetzt in der Schlussphase Laval, der ja auch im Weltmeisterschaftsaufgebot von Nigeria stand. Weber, komm aus dem Tor. Beinahe Missverständnis. Korzosch. Neukirchner. Golematz. Neukirchner. Ball halten allein hilft nichts, denn ein 0:1 bedeutet Verlängerung. Aber Gegner kommen lassen und dann einen Konter fahren, das muss die Taktik jetzt in diesen letzten Minuten sein. Melich. Korzosch. Masudi. So, jetzt gibt es, glaube ich, auch erstmals Gelb. Simonovic. Und eine gute Freistoßmöglichkeit jetzt für Sturm. Ja, da gerissen am Trikot. Genchek, daher völlig zu Recht Gelb. Und Freistoß für Sturm. Das Ganze in der 39. Minute der zweiten Spielhälfte. Sascha Simonovic. Dafür könnte man jetzt Eddie Bosner brauchen, einen Freistoßspezialisten aus größerer Entfernung. Ja, da wird noch um ein paar Zentimeter Abstand gefeilscht. So, Savic will noch die Mauer irritieren. Mit Golematz schießen. Aber es war gar nichts. War überhaupt nichts. So bringt ein Freistoß gar nichts. Da zweimal abspielen ist der Gegner da. Direktschuss ist immer noch das Beste. Corner, immerhin. Nummer 8 Fischtür. Check. Und Einwurf für Levski. Gleich beginnen die letzten 5 Minuten der regulären Spielzeit hier. Und vorläufig ist noch keine Entscheidung gefallen.
Also da hat man schon sehr lange jetzt zugeschaut, ehe man attackiert hat. Und es war wieder Simonovic. So, Pantelic. Zuordnungen in der Mitte, aufpassen. Und Einwurf für Sturm. Ja, nichts wie schwache Nerven, sozusagen diese Entscheidung hier. Levski mit mehr Spielanteilen als Heimmannschaft, wie man es erwarten musste. Aber Sturm mit einer geschickten Taktik im Versuch auf den Konter zu spielen. Etwas ungenau der Pass von Masudi. Stoilov. Schorschosch. Olematz. Savic gegen Markov. Melich kämpft, wie man ihn kennt. Kein Rückfall der Mannschaft wie zuletzt in der Meisterschaft, sondern konsequent weitergespielt. Taktik von Foda. Gut, gute Raumaufteilung. Und das Hoffen halt auf die Chance, die man gehabt hat, zu nützen, das hat sich als einziges in diesem Spiel bisher noch nicht realisiert. Aber es kann ja noch immer gehen. Strafner. Masudi. Den stoppen sie fast durchwegs mit Foul. Führt den Ball so gefühlvoll, kurz am Fuß, daher ja kaum anders zu stoppen. Rojosch. Ich glaube, da wirft jetzt wohl Levski ein. Laval. Und wieder der Nigerianer. Spielunterbrechung. Bisher jeweils erst ein Wechsel. Also die Trainer haben vielleicht schon geahnt, dass man möglicherweise in die Verlängerung gehen muss. Kiski aber wieder zurück ins Spiel. Kolematz. Melich. Masudi. Pantelic. Über Pantelic. Verschleppt die Abwehr jetzt. Pantelic. Und über Pantelic und Weber. Aber noch ist die Gefahr nicht vorbei. Und jetzt Freistoß für Sturm. Großer Auftritt von Miodrag Pantelic. Hat die Abwehr verschleppt, war dann rechts völlig frei. Und der viel gescholtene im Laufe dieser Saison, Tormann Heinz Weber, hat heute schon einige glänzende Aktionen. Mal schauen Sie, er verschleppt die ganze Abwehr. Die zieht nach links, dann vorbei an Strafner, der keine Chance gegen ihn hat. Und Weber hält und dann noch im zweiten Versuch auch keine Chance. Der
Wissen Sie, was Sie ausgelassen haben, die Spieler von Levski jetzt? Sozusagen den Matchball am Fuß, wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Aber 4 Minuten werden nachgespielt. 4 Minuten werden jetzt einmal noch dazugegeben. Immer noch 1:1 insgesamt aus beiden Spielen. Ballverlust Neukirchner. Markov. Und Weber. So, eine der 4 Minuten Nachspielzeit ist um. Noch 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt ist es wirklich momentan ganz kritisch, denn jetzt versucht Levski alles in, um eine Verlängerung herumzukommen, vielleicht doch noch das entscheidende Tor zu erzielen. Aber ein Tor in der Verlängerung hier in Sofia ist genug in dieser Saison. Passierte schon gegen Maccabi Haifa. Und auch Sturm könnte sich noch mühevolle Verlängerung sparen, wenn jetzt noch ein Treffer gelingt. Masudi. Jetzt heißt aufpassen, zu leichtsinnige Ballverluste. Laval. Pantelic. Cilikov. Handspiel. Und der Schiedsrichter wirklich immer auf Ballhöhe. Gute Leistung von Darko Seferin. Sabic. Den Check. Noch einmal Rojas. Aber der muss hereingeben. Aus dem Winkel wäre es wirklich nur ein Lucky Shot gewesen. So, noch etwas mehr als 1 Minute Verlängerung. Also Nachspielzeit, dann gibt es die Verlängerung. Freistoß. Savic, Masudi, Missverständnis mit Rojas, Simonovic, sicher, da hat man sich auf nichts mehr eingelassen, 7 Sekunden noch, wenn er es jetzt genau nimmt. So, das reicht, um in die Verlängerung zu kommen. Wir müssen uns auch beeilen, denn das bringt natürlich unser Programm ein bisschen durcheinander. Meine Damen und Herren, in Kürze geht es hier wieder weiter, wenn die Verlängerung beginnt.